Willkommen zurück bei Cyberpunk. Wir haben Delamain geholfen und wollen uns jetzt mit Mama Wells, der Mutter von unserem verstorbenen Chombo Jackie, treffen. Zu so einer Art Abschiedsfeier, so habe ich das jetzt verstanden. Und ich fand das echt cool mit Delamain hier. Weil wir vorher kannten wir den nur als Botenwagen und dass damit jetzt diese Aufgabe verbunden war, fand ich echt cool. Süß gemacht. Aber okay, auf geht's zum Kyoto Kocho. Das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von hier. Okay. Oh Mann. Ah, ist mit Jackie, wie gesagt, für den Anfang sicherlich ein herber Schlag, dass man einen der schnell sympathisch gewordenen Charaktere verliert. Kyoto Kocho. Schick. Danke, nein. Neubronka. Ist schon ziemlich lange her. Wie geht's dir? Ehrlich gesagt, ging's mir schon besser. Was ist denn los? In der Nacht, als Jackie starb. Sagen wir, seitdem laufen die Dinge nicht gut für mich. Sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Ich bin gerade dabei, eine Ofrenda vorzubereiten. Es ist noch so viel zu tun. Eine Ofrenda? Was ist das denn? Freunde und Familie versammeln sich, um die Toten und unsere Erinnerungen an sie zu feiern. Wir geben ihnen mit auf den Weg, was ihnen im Leben wichtig war. Bier wäre bestimmt weit oben auf Jackies Liste. Und Bier wird's auch geben. Ich könnte doch helfen. Danke, Cielo. Aber ich schaff das. Dass du kommst, um Lebewohl zu sagen, recht. Ich möchte an der Zeremonie teilnehmen. Aber ich meine richtig, wie es die Tradition verlangt. Aber ich habe einfach nichts Gutes, was ich ihm mit auf den Weg geben kann. Du trägst das Herz am rechten Fleck, Mininja. Keine Sorge, das ist nur symbolisch. Such in seiner Garage. Seine Vergangenheit. Findest du alles dort. Jackie hatte eine Garage? Er hat sie meistens für sein Motorrad gebraucht. Aber vor einer Weile ist er da selbst eingezogen. Dort findest du ganz sicher was. Ich soll wirklich in seinem Zeug wühlen? No, Micha. Er ist fort. Und Begräbnisse sind für die Lebenden, nicht für die Toten. Hier, der Schlüssel. Danke, Mama Wells. Schon gut, wie. Du hast Respekt. Das bewundere ich. Die Garage ist am Republic. ITBL. Oh Mann, das ist aber doch ganz schön persönlich, oder? Ich finde die Innenräume halt echt mega geil, ne? Ein Dutzend Kisten. Ja.
Kapitän und zwei von den Inseln. Ach, was soll's. Auch 12 Kisten. Ja, Zitronen und Limetten auch. Schade, dass man hier nicht mit Jackie mal während des ersten Prologs war, ne? Klar, ist ein anderer Stadtbezirk, aber... Ich brauche eine Sonderlieferung. Bier. Ein Dutzend Kisten. Ah, ich ahne, wer da oben drauf nachher seine Ruhe findet. Also wie gesagt, die Innenräume finde ich wirklich unglaublich schön und unglaublich gut geworden. Unglaublich überzeugend. Kommt man da nicht rein in diesen scheinbar Chefraum? Ich glaube nicht, ne? Schade. Das ist schon eine durchaus traurige Mission. Aber was genau ist ein Offrender? Ist das eine Art, wie ein Totenschmaus, was in der Richtung, ja? Oh nein. Ivy. Sitzt du hier ganz allein? Ich habe schon mit 10 immer auf der Treppe gesessen. Jetzt bin ich 26. Hätte was passieren sollen, wär's das schon. Was machst du hier? Sitzen und warten. Auf ihn. Obwohl ich weiß, dass er nie mehr zurückkommt. Komme immer öfter her. Und sitze. Und warte. Eine Stunde, manchmal zwei. Ich weiß, das ist blöd, aber... ich vermisse ihn so sehr. Willst du dich zu mir setzen? Überhaupt nicht blöd. Nur menschlich. Vielleicht. Kanntet ihr euch schon lange? Unser halbes Leben. Im selben Viertel aufgewachsen. Kannten uns ewig, aber waren nie zusammen. Bis vor einem Jahr. Ja. Das beste Jahr meines Lebens. Jack hat viel von dir gesprochen. Hat immer gesagt, wie viel du ihm bedeutest. Hat er das wirklich gesagt? Bestimmt nicht so, oder? Mag sein. Aber er hat so gemeint. Da bin ich sicher. Du kanntest den wirklich. Den echten Jackie. Alle anderen hielten ihn für einen Spinner mit Ecken und Kanten. Aber sie hatten Unrecht. Wie hast du ihn erlebt? Weißt du, was er mal zu mir gesagt hat? Dass er eine Kugel für mich fangen würde. Selbst wenn er dabei drauf geht. Die Worte eines echten Haywood-Jungen. Ein Mann mit Träumen. Zielen. Und jetzt haben die ihn das Leben gekostet. Da drin ist viel von seiner Vergangenheit. Wieso bist du hier draußen? Hab keinen Schlüssel. Jackie hat dir nie einen gegeben? So weit wart ihr noch nicht? Wollte er. Aber mir war es wichtig, dass er seinen eigenen Rückzugsort hat. Mama Wells bereitet einen Abschied für Jackie vor. Ich brauche etwas, das ihm wichtig war. Hilfst du mir beim Suchen? Ich glaube, ich sollte da nicht reingehen, wie... Noch zu früh? Nein, nicht deshalb. Mama Wells und ich verstehen uns nicht gerade gut. Sie würde nicht wollen, dass ich seine Sachen anfasse und sein Andenken störe. Jackie würde es aber wollen. Das ist wichtiger. Na los.
Ein schönes Stück Metall und Mechanik. Er war so glücklich. Arch Nassare. Hinterradantrieb. 170 PS. Abgeschlossen. 2 Jahre in Folge von Zuschauern der Serie Gun and Horses zum beliebtesten Motorrad gewählt. Kein Man Cave ist komplett ohne sowas, ha? Huh? Er meinte, das sind Sammlerstücke. Werden nicht mehr gedruckt. Mhm, klar. Nur deshalb hängen die da. Wem die Stunde schlägt? Ernest Hemingway. Jack hat das unzählige Male gelesen. Immer vor großen Jobs. Er meinte, der Typ, der es geschrieben hat, war tougher als Morgan Blackhand. Hast du es gelesen? Ist es gut? Ich kam leider nie dazu. Wäre aber ein schönes Andenken für die Offrenda. Jackie hat gern Gewichte gestemmt, hä? Huh? Er meinte, das sei seine Art der Meditation. Hat immer gesagt, Handeln sind die besten Zuhörer. Verstehen deine Probleme und geben keine dummen Ratschläge. Noch voll. Seine Lieblingssorte. Seine strategische Reserve. Nicht anfassen. Warum nicht? ¿Por qué no puedes tocar una reserva estratégica? Bah. Oh. Denkt ihr sicher seit 2020? Bestimmt. Oh, Jackie. Ist das ein Mandala? Puh. Lange Geschichte. Hey, alles okay? So viel mehr als nur okay. Ich habe Jackie mal gesagt, er soll die dunklen Energien von hier verjagen. Zum Beispiel mit einem Sandmandala. Er meinte, aus Sand würde er uns ein Schloss bauen. Ein Heim für die Familie, eine Festung. Irgendwas. Hast wohl einen größeren Eindruck hinterlassen als gedacht. Das hab ich wohl. Es ist schön. Es ist furchtbar. Aber auch das Schönste, was ich je gesehen habe. Ein Aquarium? Das gehörte Taco. Und Taco war... Sein Fisch? Zwerghai. Echt winzig. Klingt nach einem ziemlich teuren Fisch. Glaub kaum, dass er den gekauft hat. Ups. Ledergürtel? Eine Art Andenken. Sein Vater hat ihn und seine Mutter immer damit geschlagen. Bis sich Jackie eines Tages wehrte. Hat ihn krankenhausreif geprügelt und gesagt, beim nächsten Mal bringt er ihn um. Dann war der Alte weg. Warum sowas aufheben? Weil sein Vater zurückkommt. Oh Mann. Hübsches Foto. Darf ich das oder ist das weird? Dex von T-Bug. Hab ein gutes Wort für dich und wie eingelegt. Er hat von dir gehört, erinnert sich nur allzu gut an dich. Wie will er treffen? Denke aber, ist nur eine Formalität. Bis dann im Afterlife. Von Victor. Diesen Samstag steigt die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Sivitz gegen Blanco. Bier ist schon kaltgestellt. Vergiss nicht unsere Wette. Blanco gewinnt durch K.O. in der dritten Runde. Ich hoffe, du hast noch genug Eddies. Diesmal bin ich nicht so nachsichtig.
Wunderschöne Maschine sucht neuen Besitzer. Arch Bike Shop an Jackie. Jackie, mein Kumpel, du bist ein echter Glückspilz. Der Sammler will ein richtiges Schmuckstück im perfekten Zustand verkaufen. Der Preis passt nur ein bisschen über deinem Budget. Meld dich bei mir, wenn Interesse besteht. Falls nicht, frage ich jemand anderen. Peace, Sid. Jackies Lieblingstequila. Noch zu. Nein, ein Glücksbringer. Eine der allerersten Flaschen von Chris. Dem Gründer von Sanson Tequila? Davon gibt's weltweit nur noch 100 Stück. Gehören alle den Reichsten der Reichen. Wie hat Jackie die bekommen? Eine uralte Abuela hat sie ihm in Mexiko verkauft. Meinte, der Abajo hat ihr Rezept geklaut. Die nehme ich, ja. Perfekt für Jackie. Okay, du hast etwas für die Ofrenda. Aber wir könnten uns noch ein bisschen umsehen. Er hat gern an Motoren gebastelt. Mit 15 saß er das erste Mal auf einem Bike. Echtes Wunder, dass er nie den Asphalt geknutscht hat. Ja gut, ich finde, der Gegenstand wäre richtig sad, ne, wenn wir uns nicht mal das zweite Zimmerchen angeguckt hätten. Ich hätte in seinem Andenken gern das Motorrad. Valentinos. Lass uns gehen. Weißt du wie? Ich bleibe noch ein wenig. Ich verabschiede mich hier. Mama Wells will mich eh nicht da haben. Was ist zwischen euch vorgefallen? Wo liegt das Problem? Sagen wir, sie sieht mich nicht als Schwiegertochter tauglich. Was hat sie denn gegen dich? Ich heiße nicht Camila und bin nicht Jackies Ex-Output. Camila war Mama Wells Liebling. Aha. Komm mit, Misty. Es ist dein gutes Recht. Ich will Mama Wells nicht im Weg sein. Das ist für die Familie. Du warst seine Familie. Da hast du wohl recht. Danke, Vee. Also, gehen wir? Wolltest du Night City je den Rücken kehren? Klar. Einmal habe ich es sogar versucht. Echt? Wie das denn? Bin mit gepackten Taschen ins Flugzeug nach Nepal. Dort wollte ich bleiben. Aber nach einer Woche habe ich es ohne Verkehrslärm und schreiende Nachbarn nicht mehr ausgehalten. Oh Mann, das nimmt sie auf jeden Fall ziemlich mit. Verständlicherweise. Tiefes Beileid. Er war ein guter Junge. Dann hebt das Glas auf. Oder mehr. De acuerdo. Das werde ich. Schön, dass du da bist. Wir fangen gerade an. Setz dich, bitte. Oh mein Gott, da ist Weg. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich werde euch nicht berichten, wie mein Sohn war, oder jammern, wie sehr er mir fehlt. Nein, ich erzähle euch eine Geschichte. Als er vielleicht 19 war, war Jackie ein Valentino. Damals hatten sie Krieg mit Maestro. Ich erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus. Er wurde dreimal angeschossen, knapp am Herzen vorbei. Als ich ankam, war er bei Bewusstsein. Überall waren Schläuche. Mein Junge sah aus wie ein Tintenfisch. Er sagte mir, mach dir keine Sorgen, Mama. Sieh, ich bin kugelsicher. Mir wird nie was passieren. Als ich ging, nahm er seinen Valentinos-Ring ab, hat mir gesagt,
Er braucht ihn nicht mehr. Nicht, weil er Angst hatte. Er wollte nur nicht, dass ich mich sorge. Descansa en paz, mi hijo. Wir Mitglieder des Night City Devils Boxclubs haben ein Sprichwort. Mach die, die dich K.O. schlagen können, zu deinen besten Freunden. Ein guter Rat. Jackies Arm war wie eine Kanone. Keiner hat mich je so hart geschlagen. Ich spüre es noch heute. Zwölf Runden, Kumpel. Mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan cuatro años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Noch jemand? Ich erinnere mich gern daran, wie Jack und ich uns das erste Mal begegnet sind. Fühlt sich an, als wäre das ewig her. Andere Zeit, anderer Ort. Jackie hat mein Leben gerettet. Und Jahre später, in Night City, hat er es wieder getan. Gerade als ich dachte, ich hätte alles verloren. Ich habe meine Freiheit gefunden, aber ohne ihn hätte ich es nicht gekonnt. Jackie Wells. Der beste Freund, den man sich wünschen kann. Und so loyal. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, war er bereit, dafür zu sterben. Er sagte einmal, Chica, wir dürfen keine Angst vor den anderen haben. Für seine Lieben hätte er sein Leben gegeben. Und das ohne zu zögern. Aber das Wichtigste, alle hielten Jackie für den lächelnden Charmeur, der in allem und jedem das Beste sah. Sie hatten Unrecht. Jackie Wells war ein ehrgeiziger, hartnäckiger Typ, dessen Tatendrang ihn am Ende das Leben kostete. Aber er hat im Leben immer getan, was er gesagt hat. Auf der Suche nach Ruhm und Ehre und dabei nicht mal ansatzweise erfüllt von Angst. Er wollte immer mehr, mehr vom Leben. Ruhe in Freude, Chum. Ich möchte einen Toast aussprechen. Por mi hijo. Danke für deine netten Worte. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Die Offrenda war wirklich schön. So viele Leute sind gekommen. Selbst dieses Mädchen, auf das er sich eingelassen hat. Ihr Name ist Misty. Was? Misty. Und sie war ihm sehr wichtig. Verstehst du? Na los, lade sie doch mal zum Essen ein. Das wäre das Mindeste. Weißt du was? Du bist eine gute Frau. Jackie würde wollen, dass du es bekommst. Ganz sicher? Jackie würde mich umbringen, wenn das Teil auch nur ein Kratzer abkriegt. Dann zerkratze es eben nicht. Danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Cuídate bien.
Also das war eine der schönsten Beerdigungsdarstellungen bzw. Verabschiedungen, die ich jemals gesehen habe in einem Videospiel. Hey, alles okay? Ja, schätze, ich bin mit meinen Gedanken immer noch in der Garage. Gib mir einen Moment. Ich vermisse ihn. Meinte, er hat einen Bruder verloren. Jetzt schon. Frag mich, ob er das nach deinem Tod auch sagt. Ich auch, Chica. Nicht mit sowas an. Ja, nicht heute. Ich auch. Auf Jackie. Unterwegs zu einem besseren Ort. Jackie Wells. Ein stolzer Sohn Haywoods. Ich muss weiter weg. Klar, wir sehen uns weh. Hey du! Trinkst du mit uns? Auf Wellness. Woher kanntet ihr Jackie? Sind zusammen durchgestartet. Bei den Valentinos? Nein, im scheiß Bibelbuchclub. Jota, hab nur gute Erinnerungen an ihn. Ruhe und Frieden da oben, Hermano. Ich glaube, wir kennen uns. Gustavo Horta. Wie? Hab von dir gehört. Mein tiefstes Beileid, Companiero. Von mir, Campo und allen Valentinos. Danke. Na gut, warum nicht? Auf Welles. Möge er in Frieden ruhen. Lieber nicht, aber danke. Sie weiß, wann Schluss ist. Schnauze jetzt! Vamonos! Noch ein Drink? Für Yakito? Komisch. So ohne Jackie hier. Hab die ganze Zeit das Gefühl, ich dreh mich um und er sitzt an der Bar, auf seinem Lieblingsplatz, wo er immer saß. Gerne. Für Jackie. Amen, Schwester. Oh Mann, ich finde das richtig schön. Wow. Es fehlt noch der Padre. Jackie hatte gute Freunde. Das ist wohl wahr. Verabschiedest du dich hier von einem der deinen, Padre? Ich verabschiede mich von einem guten Mann. Also, was meinst du, Padre? Blickt Jackie von da oben auf uns herab? Ich glaube fest daran, dass er Gott begegnet ist. Mehr nicht? Ich weiß nicht, ob Gott froh über das Treffen war, aber ich denke, Jackie war es. Jackie, kanntest du ihn gut? Ich erinnere mich an den Tag, an dem seine Mutter ihn zur Welt brachte, als sein Vater ging. Und als er dich in seinem Zuhause aufnahm. Ja, wie? Ich kannte ihn ziemlich gut. Wie laufen die Geschäfte so? Das ist nicht der Ort für Geschäftliches. Zeig etwas mehr Respekt. Oh, sehr schön. Ich muss weiter. Geh mit Gott. Das ist der, der uns noch angerufen hat, oder?
Oh Mann. Wunderschön. Also eine wunderschöne Aufgabe. Wunderschön gemacht. Mit der Garage, mit den Erinnerungen. Ich wünschte, wir hätten Jackie nicht so früh verloren. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir das Motorrad haben dürfen? Ich glaube, er hätte eher gewollt, dass wir es nehmen, als dass es verkauft wird oder sowas. Daher jetzt auch meine Entscheidung. Och Mann. Okay, das ist schön gemacht. Das ist sehr schön gemacht, dass wir das Motorrad tatsächlich bekommen. Och, das ist mega sad. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch... Ich würde sagen, wir machen jetzt eher Nebenaufgaben, oder? Dass wir jetzt... ich würde jetzt ungern in die nächste Hauptmission einsteigen, tatsächlich. Wir können ja mal gucken, was wir noch so haben im Journal. Human Nature... Okay, auf irgendeine Autoreparatur warten. Okay. Sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch, hoch. Mitte der Auftrag. Ah, wir könnten auch nach Wakako gehen. Genau, das wäre doch was. Wir sind jetzt eh schon bei 33 Minuten. Dann gehen wir noch zu ihr. Fahren wir noch zu ihr und holen uns die Belohnung für den allerersten Auftrag ab, den wir auch noch mit Jackie gemacht haben. Och man, das ist so sad einfach. Jackie war so cool. Ja. Mein Gott. Okay.
Wie schick ist das denn? Also die Statue ist mega creepy, aber... Oh Mann. Ich hoffe, von der Soundeinstellung her ist jetzt alles besser. Da bin ich ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Delaman. Liebe Miss V, ich glaube, die Ursache in meinen technischen Problemen erkannt zu haben. Jedes Delaman-Fahrzeug ist mit einem vereinfachten KI-Kern ausgestattet, der für seine Automatik verantwortlich ist, falls der Kontakt zum Hauptkern in kritischen Situationen unterbrochen wird. Wenn meine Einschätzung korrekt ist, dann haben die KI-Kerne sich vom Delaman-Netzwerk losgelöst und sind unabhängig geworden, sozusagen. Ich versuche noch herauszufinden, wie das geschehen konnte. Vielleicht ein Virus? Das ist tatsächlich die Frage. Zuerst vermutete ich, dass die zunehmende Komplexität der Software sowie die Bedürfnisse der Automatie dazu führten, dass die Fahrzeuge ipso facto unabhängig wurden. Dennoch ist ein Virus natürlich nicht auszuschließen, denn wie wahrscheinlich ist es, dass alle Fahrzeuge gleichzeitig betroffen wären. Ich analysiere derzeit einen Glitch, der auftrat, kurz bevor der Kontakt zu den Fahrzeugen unterbrochen wurde. Vielleicht finde ich darin eine Antwort. Okay. Das Tagebuch der Watson Whore. Montag, was für ein... Ja, nee, das lese ich jetzt ganz bestimmt nicht vor. Muss ja nicht sein. Vereint unter dem Sternenbanner von Rolly Myers. Ja. Schönes Wetter heute. Dass das noch ist, ne? Kann mir keiner erzählen. Ey, das würde ich so schnell rausfixen mit der T-Pose. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das hier zum Beispiel sieht schon wieder unglaublich gut aus. Ich glaube, Night City ist halt wirklich nur nachts schön. Bleib sofort stehen! Was? Hä? Oh, hallo Schatz! Hallo Schatz? Willst du mich verarschen? Was machst du hier? Mäuschen, beruhige dich. Mach doch keinen Aufstand jetzt, bitte. Tja, in flagranti, hä? Habt ihr auch, echtes Fleisch da? Du meinst von Tieren? Mach dich nicht lächerlich. Das kennen wir ja auch schon. Also wir kennen die ganzen Sachen schon. Das wiederholt sich alles langsam. Wofür ist das da? Nutz deine Fantasie. Versuche ich ja. Aber ich habe trotzdem keinen Schimmer. Das hilft auf jeden Fall. Hast du was gefunden? Womit kann ich dienen? Was geht? Hast du was Interessantes für mich? Nicht kompatibel mit deiner Software. Alle Mann einsteigen, erste Haltestelle. Was? Nee, danke. Bitte was? Okay, das ist jetzt wahrscheinlich so richtig Night City, hä? Huh? What? Warum hat die hier ihr Büro? Was ist mit der los? Das nicht wie ist in meinem bescheidenen Domizil. Wakako, endlich trifft man sich mal. Also, warum bist du hier? Bin mir sicher, niemand kennt Westbrook so gut wie du. Meine Männer kannten Westbrook. Jeder Einzelne ein hohes Tier bei den Tiger Claws. Ihnen gehörte Japantown. Was haben sie so gemacht?
das, womit man die meisten Eddies und die meiste Macht verdient. Sex und Schwarzmarkt-Tech verkaufen. Aus reiner Neugier. Wie viele Ehemänner hattest du nochmal? 5. Alle vor ihrer Zeit von uns gegangen. Eine Tragödie. Keine Angst, dass es dich auch trifft? Ich muss doch für meine 9 Söhne leben. Bitte was? Wir haben eine offene Rechnung. Du erinnerst dich an Sandra Dorsett? Ich vergesse solche Dinge nicht wie. Hier ist deine Belohnung. Und dazu ein nennenswerter Bonus. Such dir einen Ripperdog. Der macht dir einen Dermalabdruck für die Smart Gun-Kompatibilität. Eine Spezialität der Tiger Claws. Bitte was? Danke, Wakako. Auch wenn mich ziemlich. Gar nicht, ich bin noch fertig. Auch wenn mich ziemlich wundert, warum die hier in diese mega. Naja, gut, aber wenn ihre Ehemänner mit genau den Geschäften hier Geld gemacht haben, macht ja Sinn, dass sie ihr Büro auch hier hat. Aber es ist halt, wie gesagt, von der Optik her, von den Leuchteffekten her, von diesem Nebelschwader. Es sieht unglaublich schön aus. Kann ich nicht anders sagen. Unglaublich schön. So. Ja, wir nehmen das mal alles mit, aber ich. Ach man. Na, es ist schon cool. Es ist schon echt mal, also keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen sowas. Es ist sicherlich was ganz anderes. Aber gut, wir gehen mal zum Ripper Dog. Hol deine Belohnung im Ripper Dog Inventar von Cassius Ryders Klinik ab. Aha. Nee, ich bin da mal weg hier. Dir nochmal von ganzem Herzen danken. Du hast viele Leben gerettet. Und ein paar Gliedmaßen. Keine Ursache. Was habt ihr jetzt vor? Kann dein Bruder noch Mönch sein? Das Pratimoksha-Gelübde ist ein Leitfaden zur Erleuchtung, kein Gesetz. Mein Pfad ist schwieriger geworden, aber ich werde ihn beschreiten. Eine Sache müsst ihr mir noch erklären. Wenn ihr euch so gegen Implantate wehrt, was haltet ihr dann von Konstrukten? Ah, ja. Du meinst den Helik, über den gerade die ganze Stadt spricht. Eine komplexe, unstete Angelegenheit. Alles hängt davon ab, ob das Engramm die Kopie einer Person ist oder ob sie allein auf digitaler Ebene existiert. Sagen wir, das Engramm ist nur eine Kopie. Was dann? Wäre die Person dann echt? Ein Buddhist würde sie als Mensch ansehen, wenn sie sich ihrer selbst bewusst ist. Ist die Kopie des Verstandes perfekt, gibt es keinen Unterschied. Passt, denn ist er fähig zur Reinkarnation? Und falls nicht, kann man der Person den Besitz einer Seele zusprechen? Also, mit anderen Worten, es ist kompliziert. Das Leid ist der Schlüssel. Denn Raiden ist so alt wie die Menschheit selbst. An das Konstrukt leiden, ist es eine Person. Kann Johnny leiden? Ich weiß es gar nicht. Sagen wir, dass ein Gramm ist eine Person, die digitalisiert wurde. Wäre das für euch koscher? Im Grunde wird die Digitalisierung vom Buddhismus nicht verurteilt. Maschinen predigen oft in Tempeln. Den Akt der Übertragung an sich würde ich nicht verurteilen, solange die Person damit im Reinen ist. Doch darf man nicht vergessen, dass sie trotzdem in ihrer Höhle gefangen ist. Selbst wenn diese nicht fleischlich ist.
Unsterblichkeit ist wohl nicht euer Ding, oder? Ohne den Tod bleibt einem die Wiedergeburt in ein besseres Leben und somit das Nirvana verwehrt. Was meinst du, Johnny? Bist du selbst? Oder eine Kopie? Macht das einen Unterschied? Hast doch gehört, dass ich in ein paar Zeilen Code und einer Hülle gefangen bin. Vielleicht ist Johnny Silverhand wirklich tot. Vielleicht bist du nur... naja... Was, ein Imitat? Oder was wolltest du sagen? Wenn der echte Johnny Silverhand tot ist, ist das sein Problem, nicht meins. Was du nicht sagst. Allein bei dem Gedanken dröhnt mir der Schädel. Na dann, ich wünsche euch noch viel Glück. Leb wohl. Und weiche nicht vom Pfad der Rechtschaffenheit ab. Ist das jetzt besonders? Die wären ja nicht hier gewesen, wenn wir sie nicht gerettet hätten, oder? Ist schon ein Zufall, ne? Dass wir genau jetzt hier vorbeikommen und ganz zufällig auch diese eine Nebenmission gemacht haben. Ich würde da gerne mal runtergehen, das sieht voll schön aus. Ja gut, ich würde dann noch zum Ripper-Doc gehen. Und dann beim nächsten Mal mit der nächsten Hauptaufgabe durchstarten. Es kann gut sein, dass ihr das jetzt kritisch seht, dass ich schon wieder Hauptaufgabe mache. Aber wie gesagt, ich mache das so halb-halb. Und ich bin aktuell der Ansicht, dass die Hauptstory noch zu sehr an uns klebt. Also dass ich jetzt sagen möchte, wir stürzen uns jetzt in endlose Nebenaufgaben. Okay. Hey, wie? Warte mal kurz. Hör mal einen Moment zu. Haut ganz schön in die Klampe, was? Für meine... Weißt du warum? Die Technik ist nicht so wichtig. Aber das Feeling, das zählt. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich. Etwas, das er nicht loslässt. Und das hört man. Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber so alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen? Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Erfolg kann sich lohnen. Wenn du die Welt wachrütteln willst, muss die Welt dir erstmal zuhören. Und das hat seinen Preis. Wer gibt dir denn einen Vertrag, wenn du in deinen Songs die großen Konzerne anmachst? Aber wer seine Ideale einmal verkauft hat, ist sie für immer los. Schon gut, du Künstlerprinzesschen. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Hab die Erinnerungen gesehen. Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Nun, damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Oh, du meinst, man kann noch irgendwo alte Samurai-Bootlegs finden? Ich finde die Tipps. Ich feier dich und kreisch wie ein kleines Groupie. Wie wäre das? Oh. Versuch's ruhig, wie. Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadence ist nicht weit von hier. Da haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Ja, wie soll ich denn jetzt da hinfinden ohne... ohne Hilfe. Das ist wieder das typische Problem, ne? Jetzt hat der irgendwas gesagt und ich... meinte der, hat der Force Wall Studios gesagt? Schauen wir mal.
Gibt das ein Problem? Was ist denn hier los? Ja, es ist ein bisschen schade. Ich weiß jetzt nicht ganz, sollen wir hier hin oder? Ja, es ist aber jetzt eher doch. Das ist ja eher. Nee, das ist ja Studios. Das ist ja so eine Art Filmproduktionsstudio. Das ist ja kein Ort, wo er mit seiner Band aufgetreten ist, oder? Nee, da muss ich nochmal gucken. Keine Ahnung, was der da genau meinte. Wir können aber gerne auf der Karte jetzt nochmal so ganz kurz gucken, aber. Weil sonst muss ich nochmal googeln, beziehungsweise im Video gucken, was er genau gesagt hat. Weil das würde ich jetzt tatsächlich am Namen auch nicht mehr wiedererkennen. Gut, dann fahren wir mal zum Ripper Dog und holen uns da die Modifikation ab. Da wäre Jackie uns jetzt garantiert böse gewesen. Okay, muss aber natürlich auch der Ripper Dog am anderen Ende der Stadt sein, ne? Also können wir geil hier über die Brücke fahren. Sind das Lizzies hier? Tatsächlich. Also ein bisschen erkenne ich Night City schon wieder, ne? Ist halt aber auch der gruseligste von allen, ne? Also Ripper Dog mäßig. Der ist das. Das ist der Ripper Dog, bei dem wir damals auch den Implantatproblemjungen abgesetzt haben. Maelstromer, die einen Überfall starten. Okay, dann laden wir mal. Wenn jetzt die Polizei gegen uns ist, was ich nicht ganz verstehe, dann laden wir. Okay. Ja, keine Ahnung. Das mit Silverhand jetzt schon wieder fand ich ziemlich cool, aber ich hätte gerne gewusst, was genau der meint. Also wie gesagt, ich gucke mal in die Aufnahme rein, welchen Ort der da genau benannt hat. Weil sonst ist das ja ein bisschen weird, wenn ich nicht weiß, welchen Ort wir aufsuchen sollen. Aber wie gesagt, insgesamt bin ich von der Spielwelt auf jeden Fall begeistert. Ja, dann macht ihr mal. Dann halte ich mich raus.
Wie läuft das Geschäft, Cassius? Kann zurzeit nicht klagen. Gab eine Max-Tech-Razzia in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall, wie man's nimmt. Was hast du so? Such was aus. Okay, und was ist jetzt kostenlos? Nicht genug Reflexe, toll. Ich muss mal gucken. Hol dir deine Belohnung im Ripper-Dokumentar von Cassius Vile Clinic ab. Oh, was? Stellt sämtlich aus dem Vorteilspunkte wieder her, sodass du sie neu verteilen kannst, okay. Oh, Thermalkling, nice. Ja. Er hat's aber doch gar nicht, oder? Bin ich jetzt gerade wieder doof? Ich freue mich, Sie darüber zu informieren zu können, dass Ihr Fahrzeug seit Ihrem bedauernden Unfall repariert wurde. Es steht eine Garage für Sie bereit. Okay. Nice, danke. Wir müssen nochmal in die Quest gucken. Ich verstehe es gerade nicht. Da ist er doch! The Ballad of Buck Revers. Das ist doch sehr wohl eine Quest. Hol dir deine Belohnung im Ripper-Dog-Inventar von Cassius. Es ist aber nicht da. Diesmal wirklich nicht. Es war ja irgendwas mit Optik oder so. Verstehe ich nicht. Ich google mal. Okay. Also es ist eine Handmod. Ah, guck mal hier. Habe ich jetzt die Hände nicht mehr? Schade. Montmentes Klingen, Streetcar 20, dauert noch ein bisschen. Das hier wäre eigentlich nice, ne? So eine geile, fette Hauptplatine. Okay.
Ja, dann würde ich jetzt noch eine Aufgabe machen. Mit Johnny, oder? Nee, eigentlich reicht's doch, ne? Nee, wir machen gar nichts mehr. Das wäre Quatsch. Wir machen gar nichts mehr. Also jetzt noch die Aufgabe mit Johnny und mit dem zum Dings fahren wäre, glaube ich, too much. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal die Hauptaufgabe und gucken dann, je nachdem, wie viel Zeit wir danach noch haben, dass wir dann eben noch die, da wo Johnny gespielt hat, aufsuchen. Ne, als Lückenfüller nach der Hauptaufgabe mit Takemura, weil dieses Playing for Time wird dir wahrscheinlich nicht so mega lang dauern. Ich denke, es wird eher dialoglastig. Wir gucken mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Cyberpunk. Ich freue mich drauf. Ciao.